tanken heute übrigens mit Schattengram. Ja. Ich bin online, glaube ich. Wow. Es hat nicht Blum gemacht. Oh mein Gott. Ja, ich mach's streame gleich. Jetzt über den London-Server. Du Gangster. Moray Noir Original Gangster übrigens. Ich ja, auf jeden Fall. Jetzt, ich möchte jetzt rein da. Ich möchte jetzt das Oculus drin nehmen. Yay, Instant Invite. Ab geht's, oh. Ich hab Schattengram nicht gesockelt. Ich hoffe, ich werde nicht aus der Zeitwandler-Raid-Gruppe gekickt. Yay, der Nexus. Juhu. Der geht der Peter. Juhu, Nexus. Ich hab hier sogar noch Quests. Ich komischerweise nicht. War ich hier schon mal drin? Kann sein. Werden die Sachen von den Quests auch aufgewertet? Nee, das wäre ein bisschen zu geil. So, Freunde, Zeitwander Dungeons. Wir haben uns noch gar nicht weiter das Zeug angeguckt. Ich habe auch noch gar nicht weiter getankt. Insofern, keine Ahnung, was hier heute wird. Und Druide so geil. Ja, an ich tritt Spasti, Alter. Hä? Was denn das jetzt? Och, es dreht sich erst gar nicht um. Hat's gar keinen Bock drauf. Scheißvieh. Gucken wir mal. Bin ja höchst gespannt, ob es eine Schwierigkeit gibt, aber es sieht schon wieder überhaupt nicht so aus. Boah, der Schattengram-Effekt, guckt's euch an. So geil. Boom. Getrackt, Mate. Hi, Nick. Nick, wir waren gerade beim Gespräch über die Flugzeugwartezone. Was fällt dir dazu ein zur Flugzeugwartezone? Was denkt ein Technik darüber? Guck mal, wie der Lebenskokon auf mich castet, für den Fall, dass ich gleich sterbe. Danke, Heiler. Ich find's lustig, dass deine Animation verbuggt ist und du irgendwie stehst, aber gleichzeitig läufst. Ja, get on my level. So, Schattengram, komm in Fesselung. Boom, Chaosbann. Oh, es ist schön. Ich mag das, ich bin großer Freund davon. Muss ich mal so sagen, habe ich Blutpräsenz überhaupt an? Ich glaube, letztes Mal DK-Tank habe ich, glaube ich, Hochfels getankt, als es noch aktuell war. Oder halt kleinere Dungeons. Wieso ist Mörtele immer in, wenn du... Wieso ist Mörtele immer in, wen du bist, er voll Nachmacher? Yo, und morgen lernen wir dann richtige Sätze. Alles klar. Nick, du sollst doch vor 7 nicht trinken, Digga. Das war und wie letztens. Flugzeugwartezone, oder? Fällt ihm Flugzeugwartezone ein. Ja. Hammer. Ich war letztens bei McDonald's, weißt du, und die haben sich dann unterhalten, die Mitarbeiter. Ja. Und sie brauchten einfach, also Schule brauchten sie nicht, weil sie brauchten echt nur ein Dativ. Und alles andere wurde halt einfach gekonnt ignoriert. Ja, zu Recht. Ich meine, dass du ein Dativ statt ein Genitiv benutzt, ist ja mittlerweile fast schon normal, ja. Aber halt alles andere zu ignorieren und nur noch Dativ zu benutzen, das ist neu. Wobei es fake ist, weil niemand geht zu McDonald's. Achso, ja, stimmt. Natürlich. Weil McDonald's ist Abfall und keiner ist da eigentlich. Darf man nicht vergessen. In deine Schuhe gekackt, ich habe. Ja, schön. Meine Katze macht sowas zum Glück nicht. Meine Katze ist eine sehr reinliche Wohnungskatze. Da habe ich einfach Glück. Ich hatte noch nie Kacke oder tote Mäuse oder Ratten oder Penisse oder so in meinen Schuhen. Wofür ich sehr dankbar bin an dieser Stelle. Liegt aber auch daran, dass Fahrer doch die ganzen Penisse aufsammelt. Ja, das ist richtig. Das darf man auch nicht vergessen. Meinst Luftraum oder wo? Nein, ist auch nicht wichtig. Hätte nur sein können, dass du jetzt voll den cleveren Gedanken dazu parat hast. Wir wollten keine großartige Flugzeug-Warteraum-Diskussion jetzt anfangen. Gibt's im Nexus eigentlich irgendwas richtig Asoziales? Ich meine, der Dungeon war scheiße lang. Er war scheiße langweilig. Und man musste beim Endboss hüpfen. Aber ansonsten... Der zweite Boss, glaube ich, jetzt gleich, der war ein bisschen eklig. Zumindest der zweite? Ja, die Magierin. Ah, mit den Rissen, ne? Das hier war ja schon ein Boss, ne? Ja. Zähle ich einfach, ich noch nie dazu gezählt, ey, ohne Witz. Ja, ich glaube, auf Norm war das auch nicht mal ein Boss, ne? Aber für Blizzard ist 6.1 auch ein großer Content-Patch, von daher. Stimmt. Ja, wir dürfen den großen Boss-Selfie-Kamera auch einfach... nicht vernachlässigen. Hallo. Na, ihr Pimmler. Nehme ich dir hinten noch dazu? Ich habe gar keine Wahl. Ich habe ja DDs dabei, die übernehmen solche Gedankengänge einfach für mich. Ja, geil. Hallo. 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 Ich würde ja gerne was machen. Ich bin dann gesilenced ohne Ende. Ja, ich bin als Tank einfach gesilenced. Was geht? Soll mal klarkommen. Nicht weglaufen, muss eben saugen. Ja, das ist auch schön. Flugzeugwarteraum, es heißt Flugzeugwartezone, ja, das sind Unterschiede, auf die heutzutage einfach auch geachtet werden muss, ja, wo kommen wir denn hin, wenn wir den Flugzeugwarteraum als Zone oder eben andersrum bezeichnen, wurde die jetzt gepult, das ist natürlich richtig nice, das wird jetzt, glaube ich, interessant, oh ja, das wird richtig interessant, zumal die ja auch hier alles silencen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, ich glaube auch den Heiler, insofern mal gucken, meine Cooldowns habe ich größtenteils... Wow, fuck it.
Auf Wiedersehen. Ne, der Todesstoß saß noch. Mein Todesstoß kam noch durch. Aber jetzt wird's interessant. Jetzt muss der Heiler ein bisschen zeigen hier, was er kann. Alter. Nämlich nichts. Jawohl. Woo! Ihr Kackopfer. Ihr Kackopfer. So, ich schreibe mal kurz Instanz. Pullen bitte nur, wenn ihr's auch reißen könnt, Lel. Oder schafft er den jetzt noch? Nee, oder? Der ist da noch fast voll. Aber der Heiler ist noch da. Der Heiler und der Dings stehen noch. Aber ja, so ist das bei Zeitwandern. Das ist eben der Unterschied zwischen solchen Vollbobs und uns, ne? Die denken halt auch, so wie wir, du hast selber gepult. Habe ich einfach nicht. Habe ich einfach nicht. Habe ich einfach nicht. Da flogen so viele... Nein, ist einfach 300%ig nicht so. Ist einfach 500 Milliarden 300.000%ig nicht so, dass man den Boss pult, wenn man die drin tankt. Kann man so vergessen. Da flog nämlich ihr behinderter Scheiß-Schatten, was auch immer es war, drauf. Und dann habe ich die erste gegrabt. Die Hure ist nämlich auch auf sie zugelaufen. Lass ich mir nicht erzählen, so eine Scheiße. Pimmel-DDs, Alter. Naja, ey, da diskutiere ich gar nicht erst. Behinderten, ohne Witz. Ist nur Zeitwandler, ich will alles. Und dann ist der Tank schuld. Könnt ihr so vergessen. Behindert, Alter. Ja, nee, ich muss ja auch Taxi oder Bus, was? Ich muss ja auch, ey, nee, ohne Witz, Wörter vergessen ist manchmal okay, aber doch nicht jedes zweite. Ich muss ja auch Taxi oder Bus warten. Wieso sollten Flugzeuge nicht auch warten? Siehste, das ist ein Falsch, dass du um diese Uhrzeit streamst. Ja, ich dachte, ich mache ein bisschen Zeitwandler. Ich habe halt überlegt, ob ich es aufnehme. Aber dann dachte ich, nö, streamst es einfach. Dann hast du direkt, wenn Leute wieder sagen, was machst du mal im Stream? Dann kann ich sagen, gestern oder so. Ne? Ist halt so. Ist halt so. Aber, der Trash League. Aber? Hey, der Trash League, ja. Ah, ja, war ja meine Schuld. Ne? Darf man nicht vergessen. Wenn der Priester mit seinem Blitz pullt, dann ist es die Tank-Schuld. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Ja. So, oh, er bufft sogar, Jungs. Hammer. Will der mich jetzt... Ich safte die nochmal richtig voll am Ende. Guck mal hier, wie ich pulle, weil ich drin tanke. Oh, der Pull, Alter. Scheiße, habe ich gerade... Ich pull immer noch nicht. Jetzt erst. Als ich den blauen Kreis in der Mitte betreten habe. Alter. Behinderten Spastis. Ja, Instant Lehm-Kokon. Warum auch nicht? Ja, mit... Könnte ja was passieren. Recht, was los? Behinderten, Alter. Nee, ist mir zu doll. So eine dumme Scheiße einfach. Eben konnten sie es nochmal alle selber sehen, dass man einfach nicht pullt, wenn man den Raum betritt. Also wenn man den Kreis auch noch mit betritt, ja. Ist das dumm, Alter. Ist das dumm? Nee, tatsächlich stehe ich in letzter Zeit immer, versuche ich vor um 2 aufzustehen. Einfach um ein bisschen was zu schaffen auch. Immer erstmal die anderen anpöbeln, da kriege ich's Kotzen bei so einem Gesaft. Ich pöbel die anderen an, wenn sie schuld sind, verfickt. Oh. Das hat Hitler auch gesagt. Ja, da hat er recht. Oh, zeitverzerrt, kriegsgeschmiedete Armschienen, hammergeil. Cool. Hättest du dazu noch Hammer Lines? Aber nein, Basti ist beschäftigt mit Basti sein. Oh, ich habe ja die da drüben gar nicht gepult, weil ich hier lang laufe. Oh, nicht? Shit, oh, bestimmt Kacke. Tankfehler. Ey, sowas kotzt mich so an, so ein dummes Gesafte da einfach. Ich werd den Stream-Ausschnitt einfach nehmen und Name-Calling machen und den Typen dann, der Videotitel ist dann der Name und der Server von den Typen. Und dann das Video zeigt zunächst den Chat-Auszug, wo er meint, ich hab gepult und dann schneide ich hinter, wie sein Schattenkack, hier, wie heißt denn das, vom Priester, Kaskade. Wie es einfach den Boss pult. Schneide ich einfach so zusammen, schick seiner Gilde, schick seiner Mutter, kann sich ausdrucken an Kühlschrank heften. Ey, sowas fuckt mich so ab, so ein dummes Tipson von Destromar. Ja, Destromar ist nicht mal ein Server, ist nicht mal ein Wort. Opfer, ja, das sind halt Leute, die nicht wissen, wie man richtig schreibt, ne? Ja, das kann auch sein. Kraft, ich werde Vater. Von einem Ehelichen oder das 70. Unehelichte, Digga? Das glaube ich ja nicht. Du wirst Vater, Alter. Na, das wird doch was. Das wird ja echt ein Abenteuer. Da gibt es doch bestimmt dann auch einen Film drüber. Nick. Man weiß nicht genau, das wievielte Mal. Aber das ist doch, da freue ich mich dann auf den Film oder die Serie. Da gab es doch schon mal eine Serie hier von dem mit dem Franzosen. Wie hieß denn der Film? Da gab es doch mal einen Film, wo so ein Samenspender, der sich nur über Samenspenden finanziert. Und eines Tages gibt es so eine Art Sammelklage von all seinen, keine Ahnung, 600 Kindern oder so, die ihn kennenlernen wollen.
Und er versucht dann, die alle kennenzulernen und so. Das ist dann so, das ist dann so Nick nur als Serie. Nick als Serie? Zweimal, ja, hab ich mir fast gedacht. Okay. Du sagst einfach nur Nick the Movie. Mich wundert es eigentlich, dass wenn ich hier gerade hochlaufe, nicht den ganzen Raum pulle. Ist eigentlich komisch, ne? Ja, also, ne? Das war eigentlich mein Fehler im Grunde. Was kotzt mich so an, so ein dummes Gesafte ohne Witz. Ey. Man muss ja auch nicht selbst schuld sein, weißt du? Man kann es ja auf den Tank schieben. Also wenn Bolios stirbt, ist natürlich Bolios schuld. Das ist ganz ja, das ist richtig. Ja, das ist ja was anderes. Aber Bolias tankt ja auch immer zum ersten Mal, darf man nicht vergessen. Ja. Das ist der Unterschied dabei. So, sei nicht zu fies zu dem armen Jungen, der muss seine dicken Eier, was, der muss seine dicken Eier zeigen, dass er sich auch mal cool fühlt. Ja, sowas kotzt mich aber an, verdammt. Was kotzt mich an? Wenn dir dieses Maul aufmachen und nichts reißen, das macht man halt nicht. So wie Morell, der ist halt hinterm Tank im Schaden, der hält halt einfach die Fresse. Bitte was? Hast du mal aufs Damage Meter geguckt? Gesamtschaden. Ja, Gesamtschaden, Mann. Ja, als Tank gucke ich halt nur Gesamtschaden, was soll ich mir da einzuschaden? Ja, als ob ich mich bei irgendwelchen ja. Trash-Mobs ja irgendwie anstrengen würde, hallo. Hey, tu mir den Gefallen dann, und bleib Gangster. Kannst froh sein, dass ich da nicht AFK gehe, Mann. Ja, im Grunde ist es tatsächlich so. Aber ich finde ja die Leute einfach immer geil, weißt du? Kommen so Trash und ziehen halt einfach alles an Cooldowns, was sie haben, ja, damit sie halt im Damage-Meter ihren Penis beweisen können. Ja, ja. Richtig edel. Nee, Witz, aber mythisch voll dabei. Ja, mythisch ist sowieso in all unseren Herzen. So, Method hat er jetzt auch Mystic Clear. Das heißt, sobald die Videos draußen sind, kommen ja auch die Nazis. Da, guck mal! Hab das gesehen! Hab das grad genau gesehen! Hab das ganz genau gesehen! LOL, Tankpull. Hast du es bitte genau gesehen? Hast du es gesehen? Habt ihr es gesehen, wie die Schattendinger da hinten die nicht gepulte Mobgruppe gepult haben? Ah, geil! Diese Opfer! Dieses scheiß Shadow-Opfer! Und jetzt schreibt er nicht mehr! Ist das geil! Gut, was ich eben sagen wollte. Dingens, wie heißt es? Ja, Message hat ja Mystic und so Clear, das heißt, da kommen bestimmt auch ein paar Videos, Checks, Guides und so weiter demnächst. Und, er schreibt, guck mal, er bleibt stehen, er macht kann das. Halt im Gehen nicht schreiben und da kommen jetzt halt demnächst die nächsten Mystic Raider, die dann auch bei uns wieder mit in die Random Raids joinen, um uns eben zu zeigen, wie toll wir sind. Also da kommen bestimmt demnächst auch wieder ein paar Mystic Raider Special Videos auf jeden Fall. Er hat nichts geschrieben, oder? Er hat nichts geschrieben. Nee, er ist einfach nur mad as fuck. Er hat bestimmt kurz in sein Kissen geweint, das könnte auch so sein. Ja. Ah, was ein Opfer. Oder er hat überlegt, was er schreibt und dachte sich dann, nee, ich habe einfach verloren. War das schön. War das gerade schön. Oh, ist das geil. Da wird er einfach, ich muss einfach nichts schreiben, er wird einfach von sich selbst gefickt. Das ist Selbstbefriedigungsvergewaltigung war das. Ist das geil. Oh, war das schön gerade. Also das war ja so unfassbar schön einfach. Hammer. Shamazing Eisenfeind, A Dying Wish, 100 Räuber, Blackmore, Janik, das ist sehr schön. Bluteuter, Level 100, Taure Todesritter hier, grüß dich, Ereda. Ne? Grüße dich, sei gegrüßt. Ja, Mystic Raider sind tatsächlich alles Spassen, ja, das muss man jetzt hier und heute nochmal festhalten. Außer die weiblichen. Ah, weiß ich nicht. Da hatten wir noch nicht so viele. Doch, also man muss ja da auch. Wir hatten einmal eine weibliche Mystic Raiderin dabei, die war super. Ja, also echt? Die männlichen sind halt alle scheiße. Ich denke, da wir einmal eine dabei hatten, kann man, denke ich, sagen, die weiblichen sind okay. Ja, nur genau. Die männlichen sind Sackgänger. Nein, wir hatten tatsächlich noch keinen, der nicht komplett auf den Sack ging. Und ist halt so. Ja, ist halt so. Das ist nicht mal Vorurteil, das ist einfach Stereotyp. Ist irgendwo auch dasselbe, aber drauf geschissen. Vielleicht aber auch schöner. Monotyp. Vielleicht auch oder sogar Monobraue, man weiß es nicht. Die Anzeige ist raus und Ermittlungen laufen auch. So einfach mal eisige Gegenwehr hier bei der Mobgruppe ziehen. Nicht, dass ich jetzt aus Versehen den Boss da hinten pulle, weil ich den hier im Raum tanke. War das geil. Da pullt seine Scheiße auf dieselbe Weise wie vorhin. Und sie schreiben einfach nichts mehr. Das feiere ich gerade so heftig ab, es geht gar nicht. Oh, ist das schön. Darf ich HHC mit? Was ist denn HHC? Das klingt nach einer gefährlichen Krankheit. Also wenn die Impfung raus ist, können wir gerne zusammen zum Impfen gehen.
Ich habe mich ja gestern erstmal erschrocken. Wir haben ja hin und wieder jetzt mal H1Z1 immer gespielt. Und der Schweinegrippenvirus, das war ja H1N1, ne? Ja. Das ist ja fast dasselbe. Ja, natürlich. Ja, Zombie-Apokalypse aus Schwein naht. Wieso natürlich? Ja, darauf bezieht sich das. Das ist ja der Joke dahinter. Ja, dann habe ich den bis gestern nicht verstanden. Okay. Wir gehen heroisch nicht, Nick. Aber schön, dass du mir das jetzt nochmal erklärt hast. Das ist schön. Ja, ich habe mir die Lore hinter H1Z1 gegeben. Ich logge mich da ein und und sammle meine Blaubeeren. Fuck. Boah, oh, cool, ich habe eine Hose bekommen. Ja, die ich habe Armschienen meine. Bekommen. Ich weiß gar nicht, wie Beine so sind. Oh, doch, die sind kriegsgeschmiedet. Nice. Ja, ich habe halt... Kriegsgeschmiedet ist immer nice. Alter, ich habe einen voll langen Penis, Mann. Ich habe 686 Gearscore, Junge. Ich brauche hier nichts mehr draus, Mann. Voll krass, alter Lon, ey. Schwöre. Twincrate, ey. Die machen Lon-Heroic im Moment, ja, richtig. Oh. Ich find's geil, wie sie einfach nichts mehr schreiben. Wie sie einfach nichts mehr zu sagen haben. Wie sie einfach wortlos zerstört wurden. Die nochmal kurz geschrieben haben, lol, Tankfail, lol, WTF und so. Und er sich so dachte, Mann. Ja, er war nicht mehr fähig, Gedanken zu fassen. Hammer. Ich find's so muss halt auch geil. Sein. Du wirst ja auch irgendwie überhaupt nicht dispelled, oder? Bin noch nicht ein einziges Mal dispelled worden von irgendjemandem. Nee, ich glaube auch nicht. Was haben wir denn als Heiler? Ein Monk? Weiß ich gar nicht. Der kann dispellen, ja. Ob Monk sowas überhaupt kann. Ja. Oh, hier Tankpull gerade schon wieder. Tankt hier wieder mit seiner Vampirberührung. Klarer DK-Fail. Ja. Kriegsgeschmiedete Badehose. Ja, richtig. asoziales Pack, ey. Ohne Witz hier. Bam. So, deaktivieren schön. Dann haben wir Nexus gleich schon fertig. Man muss ja übrigens Empfehlung. Ja, also macht eure 5 Dungeons mit der Quest, die ihr in eurer Garnison bekommt. Denn ihr kriegt nicht nur so ein Bonus-Roll-Token, sondern eben auch eine Kiste mit Loot aus der Höllenfeuer-Zitadelle. Also das lohnt sich auf jeden Fall gerade, vor allem für Twinks natürlich. Wir haben hier immer instant seinen mächtigsten Heal-Cooldown reindrückt. Finde ich auch so nice. Einfach mal Lebenskokon hier. Bam. Nichts ist passiert. YOLO. Oh, jetzt müsst ihr aber die Cursen, sonst wird's, glaube ich. Naja, gut, eigentlich auch nicht bitter. Ist ja hier doch irgendwie Pussy-Modus. Ja, so die Cursen aber halt auch einfach nicht, also ist es egal. Ja, das hat er nicht in seiner Leiste, aber das ist im Grunde auch ein Tankfehler. Also sollte man an der Stelle nicht vernachlässigen. Ja, auch der Shadow, der hat doch Massenbannung, oder? Das ist nicht jeder Priester? Ja, aber das ist im Grunde mein Fehler, wenn nicht Massenbannung wird. Das darfst du nicht vergessen. Ach so, ja, sorry. Hatte ich kurz verdrängt, ja. Opfer, Alter. Thank you, bye-bye. Haltet die Fresse, Alter. Ah, was für Spaß dies. Erstmal andere anpöbeln. Alter, so eine Opfer, Mann. Was wurde denn hier im Gegenchat gefragt? Helm des Meisters des Eisenwerks. Ja, das ist halt aus Ulduar. Ja? Also das Set gibt's da, wo du den auch her hast. Wow!